Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer Ghost Recon Breakpoint crasht bzw. abstürzt. Das ist das Thema vom heutigen Video, werde ich euch ein paar Wege zeigen, also bleibt unbedingt dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt ins Video rein. Zu Beginn natürlich erwähnt, dass ihr eure Grafikeinstellungen runtersetzen könnt, also sollt, wie auch immer, können natürlich Grund dafür sein, dass euer Game crasht. Denke ich mal, ist aber ziemlich obvious und deswegen gehen wir direkt weiter. Und zwar gehen wir einmal in die Windows-Suche, geben jetzt hier den Task Manager ein. Und hier können wir dann einmal auf mehr Details klicken, beziehungsweise More Details, je nachdem, ob ihr das Ganze auf Deutsch oder Englisch habt. Und hier bekommen wir dann eine Liste mit allen Prozessen und Programmen, die wir auf unserem PC geöffnet haben derzeit. Und was machen wir jetzt hier? Ich kann euch empfehlen, dass ihr unbedingt einmal alle Prozesse, die ihr nicht braucht und die relativ viel Kapazität ziehen, einmal beendet, damit wir einfach mehr Kapazität für Ghost Recon Breakpoint haben und somit eben einem Crash vorbeugen können. Genau. Das heißt, hier könnt ihr auch dann oben nach den einzelnen Komponenten sortieren. In meinem Fall ist jetzt hier relativ viel Arbeitsspeicher belegt. Das heißt, ich könnte jetzt hier nach Arbeitsspeicher sortieren und mir dann anschauen, welche Prozesse denn so viel Arbeitsspeicher verbrauchen. Und dann überlegen, in meinem Fall ist hier zum Beispiel Adobe Photoshop, brauche ich das derzeit offen, wenn nicht unbedingt einmal End Task drücken. Das gleiche könnt ihr dann auch noch bei den anderen Komponenten machen. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr auch schon den Task Manager wieder schließen. Für alle Nvidia-Nutzer würde ich euch unbedingt empfehlen, die GeForce Experience App runterzuladen, falls ihr sie nicht schon habt. Und dann hier auf Drivers zu gehen und hier zu schauen, dass ihr unbedingt die neueste Version vom GeForce Game Ready Driver installiert habt. Das heißt, einfach auf Download gehen und das Ganze installieren, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Genau. Dann gehen wir in die Windows-Suche wieder und geben Gerätemanager ein. Und hier im Gerätemanager angekommen, gehen wir dann einmal in das Dropdown-Menü von Display Adapters, rechtsklick auf unsere Grafikkarte und auf Update Driver und dann ganz einfach auf Search Automatically for Drivers und hier dann in gegebenenfalls natürlich einen neuen oder aktuellen Treiber installieren. Das gleiche können wir dann auch noch bei Disk Drives und bei Prozessors machen. Und zu guter Letzt gehen wir dann noch einmal in das Dropdown-Menü Sound, Video und Game Controllers rein. Und hier könnt ihr noch ausprobieren, euren Onboard-Audio-Treiber einmal zu deaktivieren. Das heißt, wir gehen hier auf Realtek R Audio, rechtsklick drauf und dann einfach auf Disable Device. Und hier könnt ihr dann ganz einfach Yes drücken. Und dann zu guter Letzt müsst ihr noch euren PC neu starten, damit das Ganze auch übernommen wurde. Das war's dann aber auch schon. Euer Ghost Recon Breakpoint sollte wieder ganz normal funktionieren. Wenn das so ist, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen. Werde ich euch nämlich so schnell wie es geht helfen. Und dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war's das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.